Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung F1 22 basiert. Ihr habt es im Titel schon gesehen, heute folgt die Boxenausfahrt und zwar meine Top 5. Und bevor das Video startet, habe ich eine kleine Bitte, liebe Freunde. Tut mir doch bitte mal den Gefallen und schreibt mir doch bitte mal ein paar Top 5 Vorschläge vor. Egal, ob Top 5 das Beste oder Top 5 das Schlechteste, aber es muss F1 22 basiert sein. Da euch die Top 5 auf jeden Fall, egal ob gut oder schlecht, egal was ich da aufzähle, da das Ganze sehr gut bei euch ankommt, werde ich das auf jeden Fall noch weiterhin fortsetzen und da brauche ich eure Hilfe damit bei. Ich habe zwar noch zwei weitere Sachen in Reserve, aber das geht eigentlich relativ schnell und dann stehe ich hier ohne Ideen da. Deswegen brauche ich die Community Power. Aber jetzt erstmal zum Ranking. Auf Platz 5 haben wir den Circuit de Barcelona. Ja, ich weiß, dass die Ausfahrt auf die Ideallinie führt, aber bis dahin sind es noch viele 100 Meter. Ist auf jeden Fall besser als manch andere Boxenausfahrt. Auf Platz 4 haben wir den Autodromo Nazionale di Monza. Ist vergleichbar mit Barcelona, bis zur Rechtskurve ist es zwar noch ein wenig Strecke, aber bis dahin sollten die Reifentemperaturen ganz leicht ansteigen. Auf Platz 3 haben wir den Jeddah Corniche Circuit. Ja, Richtung Strecke ist es zwar nicht ganz so lang, aber man kann kurz vor der Strecke abkürzen, was einen kleinen Zeitgewinn bringt und man überspringt anderthalb Kurven. Auf Platz 2 haben wir den Circuit Gilles Villeneuve. Du fährst aus der Boxengasse und überspringst genau wie in Saudi-Arabien anderthalb Kurven, aber Vorsicht, deine Reifen könnten noch kalt sein, du könntest dich verbremsen und in den Reifenbarrieren landen, so wie es bei Tsunoda in diesem Jahr war. Auf Platz 1 der Autodromo Hermanos Rodriguez. Du kommst aus der Boxengasse gefahren und kannst einfach Gas geben, denn du bist nicht auf der Ideallinie. Die Reifentemperatur geht ganz langsam Richtung Kurve 1 in die Höhe. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Jetzt wisst ihr meine Top 5 Ausfahrten. Schreibt mir doch bitte mal eure Top 5 dabei. Am Donnerstag um 14 Uhr kommt das nächste Video. Marcel Fischer und meine Wenigkeit werden den Ungarn Grand Prix rückwärts fahren. Wir werden auf das Wochenende gucken und wir werden einen Blick in die Vergangenheit wagen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.